Hallo und herzlich willkommen zu Smart Heads Europe mit einem Sondervideo zur Corona-Krise. Und in diesem Video beschäftigen wir uns mit der Entlassungswelle, die jetzt bereits eingesetzt hat. In dem vergangenen Video haben wir uns schon damit dem Thema beschäftigt, dass eine Pleitewelle im Anmarsch sein wird. Und bevor eine Pleitewelle entsteht, da beginnt erstmal die Entlassungswelle. Doch bevor ich in das Video einsteige, möchte ich Sie ganz herzlich bitten, ein Like und ein Abo für unseren Kanal dazulassen. Wir stellen unsere Informationen für Sie kostenlos zur Verfügung und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie das mit einem Like und einem Abo honorieren würden. Ja, bevor man Insolvenz anmeldet, versucht man natürlich nochmal die Personalkosten zu senken. Und zu diesem drastischen Schritt greifen jetzt viele Unternehmen. Über 10 Millionen Beschäftigte arbeiten derzeit schon in Kurzarbeit. Das ist statistisch gesehen jeder Fünfte. Und jeder Fünfte hat Angst um seinen Arbeitsplatz. Es ist mittlerweile schon so, dass das IFO-Institut die Beschäftigungsquote, das Beschäftigungsbarometer, auf 86,3% gesenkt hat. Das ist ein massiver Absturz, den es bis dato noch nicht gegeben hat. Wir können jetzt schon sagen, dass es die größte Rezession sein wird, die nach dem Zweiten Weltkrieg über die Welt bzw. Europa hereinbrechen wird. Viele meiner Freunde in Großbritannien und in Deutschland haben schon ihren Job verloren. Doch die wichtige Frage ist zum ersten Mal, welche Branchen sind erstmal unter dieser Entlassungswelle betroffen? Das sind der Dienstleistungssektor, der Handel und sogar die Braunbranche. Also drei wesentliche Säulen der Wirtschaft. Das muss man sich mal vorstellen. Sogar die Baubranche ist darunter betroffen. Und die einzigen Profiteure sind ja nur Supermarkt- und Lebensmittelketten. Cut. Da wirft sich die Frage auf, welche Auswirkungen wird das auf die Wirtschaft haben? Nun, zum einen wird es keine weiteren Neueinstellungen geben. Denn wenn Unternehmen nicht wachsen, können auch keine neuen weiteren Stellen geschaffen werden. Also fallen alle Neuanstellungen weg. Das sind bereits jetzt schon alle gestrichen. Welche Branchen bleiben erhalten? Und das ist eine spannende Frage. Und wir haben in der Frage auch schon viele Antworten gefunden. Und zwar gibt es in Deutschland diese Leopoldina-Stiftung, die unter anderem auch die Bundesregierung berät. Und da gibt es ganz interessante Studien bereits dazu, welche Unternehmen, ich sage es mal, rettenswert sind und welche Unternehmen gar nicht mehr neu bzw. auf dem Markt erhalten bleiben sollen. Und wir haben dazu einen interessanten Artikel in der Welt gefunden, der sich mit dem Thema befasst, Deutschland als Ökostaat, jetzt diese Chance ergreifen. Und das ist, wie gesagt, keine Theorie oder irgendwo sonst weit hergegriffen, sondern das können Sie nachlesen in dem Artikel aus der Welt. Ich verlinke den unten rein. Ja. Und darum geht es letztendlich, ob Deutschland sich jetzt zu einem Öko-Vorzeigeland entwickeln soll. Und ob man da die Wirtschaftspolitik nicht am Reißbrett entwickeln soll oder beziehungsweise gestalten soll. Es gibt ja diese Akademie Leopoldina, die sich mit dem Thema beschäftigt und sozusagen nur noch nachhaltige Unternehmen unterstützt, durch diese Krise zu kommen. Das klingt ein bisschen weit hergegriffen, ist es nicht. Und welche Unternehmen würden denn darunter fallen? Nun, nicht unterstützenswert wären zum Beispiel die Reisebranche, die Automobilbranche, Zuliefererbranche, Maschinenbau, all das wäre jetzt nicht mehr so förderlich. Und man kann da ganz einfach von einer Deindustrialisierung sprechen, die sich da am Horizont vielleicht abzeichnet. Und die Frage ist natürlich jetzt, die sich daraus ableitet, welche Folgen hat das für den Arbeitsmarkt? Und die Frage ganz spezifisch ist doch, welche Berufe werden da noch eine Zukunft haben? Hat da noch ein Industrie- oder Automechaniker eine Zukunft? Wohl eher nicht. Und es ist eine sehr, sehr schwierige Frage, wenn man so einen Weg beschreiten will. Ob man da nicht, sage ich mal, seine Kernkompetenzen komplett abschafft und sich auf ein völlig neues und fremdes Feld bewegt. Denn ich gehe davon aus, dass andere Industriestaaten in der EU diesen Weg nämlich nicht beschreiten werden. Die andere Frage, die sich aufwirft, ist natürlich dann auch, wenn man eine Kündigung bekommen hat, was kann man genau dagegen tun? Wir bekommen immer mehr Anfragen von Freunden, auch von Kandidaten von uns, die jetzt gekündigt worden sind und sagen immer, Mensch, Herr Batti, ich bin gekündigt worden, was kann man dagegen tun? Und ich kann Ihnen eins sagen, viele Kündigungen sind dermaßen schlampig gestaltet und dass sie gar nicht rechtswirksam sind, weil sie überhaupt zum einen gar keinen Kündigungsgrund beinhalten. Sie sind formell rechtswidrig. Und ich
kann Sie da nur auffordern, wenn Sie eine Kündigung haben, zu einem Anwalt zu gehen und diese zu prüfen zu lassen. Ich garantiere Ihnen, Ihr Anwalt des Vertrauens wird darin Fehler finden. Wir haben Fälle gehabt, wo eine Kündigung ausgesprochen worden ist, nach der Probezeit, ohne Kündigungsgrund. Der Bewerber sollte gleich das Diensthandy abgeben, den Firmenwagen abgeben, obwohl er noch in der Kündigungsfrist sich befindet, obwohl das Arbeitsverhältnis noch gar nicht erloschen ist. Das würde jetzt zu weit führen, was da auf das Unternehmen zukommen kann. Ich prognostiziere auch noch, dass die Arbeitsgerichte in Deutschland noch mit einer sehr hohen Klagewelle geflutet werden. Und so ist es immer. Aus einer Krise entstehen auch Chancen. Wir sehen ja in dem Homeoffice eine große Chance. Und so wirft sich die Frage auf, ergreift man jetzt diese Chance, das Homeoffice durchzusetzen? Es wäre sicherlich ein guter Beitrag für Arbeitnehmer, weil wenn man jetzt eine geregelte Kinderbetreuung hat und die Schulen wieder normal arbeiten, dann ist es für Arbeitnehmer sehr, sehr arbeitsfreundlich. Und natürlich verfolgen das natürlich immer in der Presse, dann sehen wir natürlich auch so, dass der Arbeitgeberverband in Deutschland natürlich dagegen ist. Das ist natürlich klar. Die haben natürlich auch alle ihre Büroflächen vermietet, ja, oder gemietet, besser gesagt. Und wer da ein bisschen mehr weiter in Medias Res gehen will, der kann sich das Video Die Pleitewelle kommt mal anschauen. Da verraten wir dann schon ein bisschen mehr, welche Auswirkungen das auf den Baumarkt bzw. auf die Wirtschaft in Deutschland haben wird. Und wenn Sie ein Unternehmen haben und jetzt vor der großen Frage stehen, Personalkosten senken, sollen wir wirklich Mitarbeiter entlassen? Ist es wirklich Ultima Ratio jetzt für mich? Wir haben einen 8-Punkte-Plan erarbeitet, den wir erstmal für uns entwickelt haben, den wir aber auch symmetrisch natürlich auch für jedes andere Unternehmen anwenden können, wie Sie Kosten sparen und wie Sie Entlassungen vermeiden können. Es macht da wirklich Sinn, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir beraten Sie da gerne unverbindlich im ersten Gespräch. Und so sollte man eigentlich arbeiten. Man sollte erstmal sehen, dass man die Arbeitnehmer behält. Dafür ist ja die Kurzarbeit da. Die Kurzarbeit ist ja erstmal das Notsignal. Wir möchten weiter den Betrieb aufrechterhalten und möchten jetzt erstmal die Entlassungen nicht vornehmen. Und so sollte ein gutes Unternehmen arbeiten. Und ich hoffe, dass Sie nicht eine Kündigung in den nächsten Tagen im Briefkasten haben. Bleiben Sie gesund, abonnieren Sie den Kanal und freuen Sie sich auf weitere spannende Videos zu diesem Thema. Ich sage herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.